Bedauerlicherweise ist dies kein reiner Freundschaftsbesuch. Wir brauchen die beachtlichen Talente deines vierbeinigen Schatzes. Ach so, ihr kommt wegen Toby? Gerade rechtzeitig, würde ich sagen. Er jault mir den ganzen Morgen schon die Ohren voll. Ich glaube, er traut um einen seiner Hundefreunde, der jetzt im großen Hundehimmel eingegangen ist. Eine gute Jagd dürfte genau das Richtige sein, um seine Laune wieder ein wenig aufzubessern. Ich würde mir gerne ausborgen. Danke dir, alter Freund. Ach, ist doch selbstverständlich, Sherlock. Ach so, hier, du wirst eine Leine gebrauchen. Seine Leine gebrauchen. Hier, dankeschön. Wo ist er denn? Dax. Wo ist denn Toby? Will ich den jetzt noch suchen? Oder habe ich den schon? Ich weiß es nicht. Hier ist er. Da ist der Toby. Ah ja. So, benutze Leine mit Toby. Komm, guter Junge. Good dog. Guybrush. Little Guybrush. Nee, das war ein Scherz. Das war jetzt ein bisschen verkehrt. Oh, wir sind... Oh. Es geht direkt heiß her. Wir sind direkt an den Docks. Er ist da drin, Watson. Darauf würde ich mein Leben verwetten. Ich habe noch nie erlebt, dass Toby sich geirrt hätte. Ja. Ich glaube, wir müssen das irgendwie aufbrechen, ne? Schuppen, stabiles Seil, Schuppen, Schuppen, Tür. Ah, ein Hämmerchen. So, können wir noch was nehmen? Nee. Schuppen, Tür, schließen, was ist hier? Schiffspapiere. Laut Schiffspapieren transportierte die Karthago eine Ladung Olivenöl aus Sardis. Aber ein kurzes Riechen an der entladenen Fracht zeigt, dass diese Fässer etwas entschieden Stärkeres als Olivenöl enthalten haben müssen. Ja, was denn? Sag es mir. Ein stabiles Seil. Können wir da einfach sehen im Fenster? Och, guck mal, der wackelt mit dem Schwanz, der Hund. Königin Victoria trug noch ihre Windeln, als dieses Fenster zum letzten Mal geputzt wurde. Der Schmutz der Stadt und der industriellen Revolution hat die Scheiben völlig undurchsichtig werden lassen. Es sieht sehr schön aus. Also ich finde das auch eine sehr schöne Location. Das Wasser glimmert ein bisschen. So, was haben wir denn da eigentlich? Ein Eimer. Ein Zinneimer mit einem Stück Seil am Griff. Er steht recht wackelig auf der Kante. Nimm ihn dir. Zu hoch. Können wir die... Das lässt sich nicht bewegen. Was ist denn das für ein Fass? Dieses nicht gekennzeichnete Fass kann die üblichen 36 Gallonen fassen. Der Spund fehlt. Ah, der Spund. Man kann es ja nicht bewegen. Na toll. Zu hoch. Ein stabiles Eichenfass. Benutze Eichenfass. Nimm Eimer. Zu hoch. Ja. Öffne Fass. Öffne das Fass. Diese Fässer können nur durch Entfernen des Spundfropfens geöffnet werden. Das geschieht mit einem speziellen Werkzeug, das hier auf den Docks leider nicht gibt. Schade. Ich bin mir sicher, dass man irgendwie da... Benutze Fass. Bewege Fass. Nee, ach, Holmes. Bewege Fass. Warum geht denn das jetzt nicht? Nimm Fass. Nimm. Zu hoch. Hund ist nicht da. Das war... Oh, eine Holzkiste. Bei genauer Betrachtung stellt sich heraus, dass eine Seite schon einmal geöffnet und mit Nägeln wieder verschlossen worden ist. Ja, das wollte ich jetzt nicht wissen. Was sagt denn Dr. Watson dazu? Blackwood hat dieses Lagerhaus mit Sicherheit durch diese Tür betreten. Ziehen Sie lieber Ihren Revolver, Watson, und lassen Sie uns den Übeltäter ergreifen.
Ich bin bedauerlicherweise unbewaffnet, Holmes. Sie haben mir verschwiegen, dass wir möglicherweise Feuerwaffen benötigen könnten. Unter diesen Umständen sollten wir doch lieber nichts überstürzen. Ja, Sie haben natürlich recht, Doktor. Ich hätte mich fast hinreißen lassen. Selbstverständlich ist Vorsicht angeraten. Blackwood ist ohne Frage bösartig und gewalttätig und wahrscheinlich auch noch bewaffnet. Zudem wissen wir, dass er nicht alleine hier ist. Wie immer, Holmes, haben Sie die wichtigsten Punkte präzise herausgestellt. Lassen Sie uns erst noch mehr herausfinden, bevor wir zuschlagen. Ich will diesen Eimer haben. Will er mich jetzt veräppeln? Ich muss mal ganz kurz durchatmen. Von hier oben auf dem Fass sieht man, dass es sich um einen ganz normalen Zinneimer handelt, wie er auf Schiffen zum Deckschrubben verwendet wird. Ein dünnes Seil ist am Griff befestigt oder festgeknotet. Also Zinn nimmt man ja heutzutage nicht mehr so, ne? Ist nicht so besonders. Was war das? Ist der Lappen jetzt runtergefallen? Den Lappen wollte ich eigentlich haben. Da ist er, Gott sei Dank. Nimm Lappen. Benütze Lappen mit Fenster. Aber immerhin ein Sample, ne? Dieser trockene Lappen verschmiert den fettigen Schmutzfilm nur noch mehr. Jetzt sieht man noch weniger als... Oh, oh Gott. Tasche. Eimer. Benutze Eimer mit Lappen. Geht nicht. Benutze Eimer mit die Themse. Aber nur Wasser? Naja, gut. Versuchen wir es mal. Benutze Lappen mit Eimer. Das ist ja nass, der Lappen, oder? Klatschnass. Ach, bewege Quatsch. Benutze nasser Lappen mit Fenster. Ah, also das, man braucht ein bisschen Spülmittel oder sonst irgendwas, Seife, Lauge, irgendwie sowas, das kann ich, ah, egal. Aufeinander gestapelte Fenster verdecken einen Teil des Raumes, ein Holzbrett ist von innen gegen die Tür geklemmt worden, um sie geschlossen zu halten. Weiter hinten im Lagerhaus unterhalten sich zwei Männer. Einer trägt davon einen Zylinder und entspricht der Beschreibung von Blackwood. Er schaut gehetzt im Lagerhaus umher, während der andere einen großen Schmuckanhänger untersucht. Aha. Bewege. Gut, öffnen geht wahrscheinlich nicht, ne? Benutze. Hammer. Das war's. Watson, vor unseren Augen findet gerade ein Verbrechen statt. Wir müssen die Übeltäter dingfest machen. Halten Sie sich bereit, ich werde Ihre Hilfe brauchen. Und Angriff! Na ja, gut. Was macht ihr denn? Ach, das finde ich ein bisschen unrealistisch, oder? Da ist er, Mr. Blackwood, der Übeltäter. Super! Ich liebe diese Action-Sequenzen. Dum, dum. Lestrade hat Blackwood in der Bow Street in Gewahrsam genommen aufgrund des Verkaufs gestohlener Waren. Obwohl es ihn natürlich interessiert, wie Sir Carys Schmuck in Blackwoods Besitz kam, ist er immer noch nicht davon überzeugt, dass die Indizien für eine Anklage wegen Mordes ausreichen. Der Mann ist einfach zu dumm und zu faul. Eines Tages wird er mich noch zur Raserei treiben. Erwartet er denn ernsthaft, dass ich seine ganze Arbeit für ihn erledige? Naja, vielleicht nagt ihre Kritik an seiner Vorgehensweise im Fall des Collins-Bungalow-Mordes noch immer an seinem Stolz ihrer Feststellung, dass ein halbwegs aufgeweckter Sechsjähriger den Fall in weniger als einer halben Stunde hätte lösen können, schien Lestrade irgendwie gegen den Strich zu gehen. Mag sein, naja, zutreffend war sie auf jeden Fall. Seine Arbeit war so schlampig, dass ich ihm fast in sein Notizbuch geweint hätte. Watson, es scheint, als wäre eine Gegenüberstellung mit Herrn Blackwood notwendig. Finden Sie nicht? Immerzu, Holmes.
nach ihnen, obwohl ich den Verdacht hege, dass Blackwood seine Zunge verschluckt haben dürfte. Aber naja, vielleicht finden sie ja einen Weg, dieses Organ wieder ein wenig zu lösen. Ich glaube, eine Zunge ist kein Organ, oder? Ich weiß es nicht. So, jetzt fahren wir mal direkt, nehmen wir Untersuchungen wieder auf, Mr. Watson. Ich folge Ihnen überall hin. Nur nicht in den Tod, hoffe ich. Jetzt habe ich vergessen, wo wir hin wollten. Zum Gefängnis oder zu Lestrade? Oh, hast du deinen Kreisel verloren? Entschuldigung. Ja, das Gefängnis war hier. Ich muss unbedingt, ich sage es wahrscheinlich zum dritten oder vierten Mal, ich muss unbedingt mal die Karte von London rausholen und gucken, ob das noch so ein bisschen ansatzweise realistisch ist. Ah, cool, das ist richtig cool. Die Musik ist wirklich schon genial. So, in der nächsten Folge werden wir den Mr. Blackwood untersuchen und befragen und, was ist das denn hier? Die Wache. Ja. Also, in der nächsten Folge geht's weiter mit Sherlock Holmes.